Nun ist sie also offiziell gestartet, die umstrittenste WM aller Zeiten mit einer gut 30-minütigen bunten Show und zahlreichen Lichteffekten. Und das im Al-Bayt-Stadion, leere Ränge, weil der Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel gegen Ecuador nicht erfolgreich bestreiten kann. Und damit ganz herzlich willkommen zu Lothar legt los. Wir analysieren das sportliche Geschehen von gestern. Natürlich das Eröffnungsspiel dieser Winterwüsten-WM, reden aber natürlich auch über das deutsche Team. Und das alles machen wir mit seiner kompromisslosen Meinung, und zwar der von Lothar Matthäus. Vorher wollen wir aber den ersten Spieltag nochmal anschauen, der am heutigen Montag fortgeführt wird, und zwar in der Gruppe A und in der Gruppe B. Also Katar gestern Abend offiziell eröffnet diese umstrittene Winterwüsten-WM, verliert 0:2 gegen Ecuador. England mit Kapitän Harry Kane spielt heute gegen den Iran, der Senegal gegen die Niederlande und die USA gegen Wales zusammen mit Bale. Bale also gegen das Land, in dem er jetzt kickt, die Los Angeles, die hat er ja zur Meisterschaft geführt in den USA, trifft also heute dann auf genau dieses Land. So, also wenn er jetzt da ist, dann begrüßen wir Lothar Matthäus, und zwar aus dem 36. Stock seines Hotels. Da geht's jetzt steil nach oben. Da erwartet er uns, Lothar Matthäus, der Mann, der dieser Sendung seinen Namen gegeben hat. Also er darf jetzt offiziell loslegen. Herzlich willkommen, Lothar Matthäus. So, schönen guten Morgen, ja, Lothar. Schönen guten Morgen nach Deutschland, nach Berlin. Hallo. Wir haben ja gestern schon das Vergnügen gehabt, da haben Sie verraten, dass Sie den Tag mit einem Lauf oder auf jeden Fall mit einem Workout oder Sport starten. Wie ist denn Ihr heutiger Tag gestartet? Heute Morgen nur aufstehen, frühstücken und Interview mit der Bild-Zeitung. Und ich freue mich drauf, auf die Fragen, auf die nächsten Minuten, auf die nächste Stunde. Und wir haben ja spannende Themen. Auf jeden Fall. Also dann widmen wir uns mal dem sportlichen Geschehen, Lothar. Ja. Du warst ja gestern im Stadion. Wie hast du diese Zeremonie wahrgenommen, diese 30-minütige Eröffnungsshow? Ja, lebhaft, mit vielen Farben, laute Musik, abwechslungsreich, international, national. Also es war schon eine Zeremonie, die unter die Haut gegangen ist, weil es sehr emotional war. Trotz alledem, danach war es nicht mehr so gut. Wie haben Sie persönlich, Lothar, auch diese lange Rede da in Katar wahrgenommen? Immer wieder heftige Kritik da auch um die Menschenrechte und so weiter. Und dann diese lange Rede, diese lange Zeremonie. Es war ja die längste in der WM-Geschichte. Es ist was Neues für mich, aber natürlich ist sehr viel diskutiert worden im Vorfeld. Es wird jetzt weiterhin diskutiert. Ja, der Fußball ist ein bisschen leider in den Hintergrund geraten durch diese ganzen Menschenrechtsdiskussionen. Ja, es wird jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen besser, aber natürlich spricht man es an, sollte man ansprechen, kommuniziert auch. Aber man merkt auch, dass sich die Kataris da wehren und deswegen vielleicht auch die längere Rede. Wir haben auch gesehen, leere Ränge im Stadion, Lothar, relativ schnell, also Katar lag zurück 0:1 und plötzlich leerte sich das Stadion. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also eigentlich ist es mir erst aufgefallen in der zweiten Halbzeit, so nach 55, 60 Minuten, dass doch 25% des Stadions die Plätze nicht mehr besetzt waren. Natürlich schade für das Spiel, aber das Spiel hat es auch nicht hergegeben. Entweder waren die Leute enttäuscht von ihrer Mannschaft. Katar hat nicht gut gespielt, hat nicht das gespielt, was die Leute hier erwartet haben von ihnen. Sie waren ja Asienmeister vor 3 Jahren und natürlich hatte man hier ein spannendes Eröffnungsspiel sich erhofft, auch als neutraler Fan, aber gestern war es ein sehr einseitiges Spiel und Ecuador hat natürlich auch völlig verdient gewonnen. Was ist besonders positiv auch hervorgestochen beim Team von Ecuador? Ja, ich würde sagen, es war eigentlich kein Prüfstand, es war ein Warm-up vor Ecuador. Man hat gesehen, in allen Belangen besser, sie waren einfach besser organisiert, ballsicherer, zweikampfstärker, zielstrebiger, die höhere Geschwindigkeit, auch die gedankliche Geschwindigkeit. Und deswegen, wie gesagt, kam Katar eigentlich nur zweimal so ein bisschen gefährlich vors Tor von Ecuador. Und das ist einfach zu wenig gewesen. Ich glaube, wenn Ecuador voll durchgezogen hätte, wäre vielleicht das eine oder andere Tor noch mehr gefallen. Aber sie haben dann das Ergebnis verwaltet, sind kein Risiko eingegangen und haben ein bisschen Kräfte schonen können für die kommenden Aufgaben. War das so zu erwarten, dass Ecuador Katar so überlegen ist?
Man weiß, dass Ecuador eine starke Mannschaft hat, eine aggressive Mannschaft, und das haben sie auch gezeigt. Umsonst haben sie sich nicht qualifiziert, immer in einer schwierigen Situation in Südamerika, sich gegen Mannschaften wie Kolumbien, gegen Chile, Paraguay auch durchzusetzen. Sie haben es auch als Tabellendritter geschafft, Uruguay wurde dann Vierter. Und ja, ich glaube, dass Ecuador eine unangenehme Mannschaft hat, sehr zweikampfstark spielt, und es wird nicht das letzte Spiel von Ecuador sein, muss die Tore schießen, weil sie doch vorne gefährliche Leute haben. Und ja, wie gesagt, Ecuador hat es einfach gehabt gestern, und deswegen hat mir so ein bisschen ja die Competition gefehlt auf Augenhöhe. Aber man kann sich's nicht raussuchen. Katar hatte gestern einen sehr schlechten Tag. Was bedeutet ja das jetzt im Hinblick auf diese Gruppe auch für Katar und auch für Ecuador? Ich glaube, es bedeutet jetzt fast gar nichts Neues, weil man wusste, Katar ist der Außenseiter in dieser Gruppe mit Holland, Senegal, Ecuador und Katar. Ich glaube, das sind alles Pflichtsiege für diese drei Mannschaften, die gegen Katar spielen. Senegal als Afrikameister, Niederlande wissen wir, wie stark sie sind unter Van Gaal. Und deswegen glaube ich doch, dass vor allem, was ich gestern gesehen habe, dass diese Mannschaft aus Katar hier nicht groß mit Punkten herausgehen wird aus dieser Gruppenphase. Und bin auch sicher, dass sie ausscheiden. Und bei Ecuador hat man eben auch gesehen, dass die Mannschaft die Möglichkeiten hat, ins Achtelfinale einzuziehen. Lothar, auf die Niederlande kommen wir im Verlauf der Sendung noch genauer zu sprechen. Wir definieren aber täglich auch den Spieler des Spieltags. Gestern gab es hier nur ein Spiel, Katar gegen Ecuador. Wer wäre für dich der Spieler des Spiels? Ja, natürlich der zweifache Torschütze Valencia, der bei Fenerbahce Istanbul zurzeit spielt, seit 3 Jahren dort sehr erfolgreich, schießt auch da sehr viele Tore. Vorher war er ein paar Jahre in Mexiko, hat aber auch in der Premier League bei West Ham und bei Everton schon gespielt, also ein erfahrener Spieler, auch der Kapitän. Und er war natürlich der überragende Spieler, nicht nur wegen der Tore, sondern man hat auch gesehen, seine Erfahrung lässt er einfließen in ein teilweise junges Team von Ecuador. Und er ist natürlich der absolute Leader und nicht nur, wie gesagt, der Leader, sondern eben auch der Spieler für die entscheidenden Tore, wie er gestern bei dem Elfmeter und bei seinem Kopfball gezeigt hat. Also machen wir dieses Eröffnungsspiel zu. Katar verliert 0-2 gegen Ecuador und Lothar wählt seinen Spieler des Spiels, und das ist Valencia. Lothar, 3 Tage sind es noch, also am Mittwoch. Dann spielt die deutsche Mannschaft, und zwar gegen Japan. Dann eröffnet auch das deutsche Team offiziell ins Turnier. So, die gute Nachricht vorneweg, zuletzt alle 26 Spieler auf dem Platz, auch Niklas Füllkrug war wieder mit dabei. Wie wirkt denn das Team auf Sie, Lothar, diese deutsche Nationalmannschaft? Ist dieser Turnierspirit, den man ja der deutschen Mannschaft immer gerne nachsagt, angekommen? Ja, den haben sie schon mitgenommen. Sie waren ja in Oman 3-4 Tage, hatten dieses Freundschaftsspiel. War zwar keine gute Leistung, aber ich merke, die Stimmung in der Mannschaft ist top. Auch beim Warmmachen hat man das in Oman gesehen. Die Spieler reden viel miteinander, haben Spaß und wissen natürlich, dass jetzt ganz Deutschland, die ganze Welt auf dieses Spiel schaut. Ja, Deutschland ist eine Mannschaft, die immer für die ausländischen Fans zu dem Favoritenkreis gehört. Und ich glaube, wir haben das Potenzial nicht nur auf dem Platz, sondern mit Hansi Flick vor allem einen Trainer, der die Mannschaft erreicht, der sie richtig einstellt, der ins Detail geht, und ich hoffe, dass er auch das notwendige Fingerspitzengefühl hat, das Glück dabei, die richtigen ersten 11 zu nominieren, um dieses schwere Auftaktspiel gegen Japan zu gewinnen. Also das DFB-Team hat mittlerweile WM-Temperatur. Es sind nicht nur die heißen Temperaturen in Katar vor Ort, die sie heiß machen, sondern die haben WM-Temperatur. Ja, ich bin überzeugt, die Spieler sind professionell, sie haben Ziele. Einige können das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft Großes erreichen. Junge Spieler wollen natürlich so eine Weltmeisterschaft auch nutzen, um sich in den Vordergrund zu spielen. Und die Mischung stimmt, die Stimmung stimmt und die Qualität ist auch vorhanden. Und für mich ist Deutschland eine Mannschaft, die weit kommen kann in diesem Turnier. Sie sind für mich jetzt nicht unbedingt der Top-Favorit, die suche ich ja woanders, vor allem in Südamerika. Aber Deutschland hat eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt. Sie haben es gerade schon angesprochen, Lothar, Spieler, die sich zeigen wollen. Einer von ihnen ist Serge Gnabry, der war ja lange Zeit in dem Formtief und dann hat sich auch in den letzten Spielen in der Bundesliga gezeigt, der ist wieder da. Hören wir uns an, was er sagt. Zumindest laut Serge Gnabry ist das DFB-Team definitiv schon angespannt. Ich glaube, wir alle
wie auch schon in der ersten Frage von Franzi, sind ein Tick mehr angespannt von Tag zu Tag. Ich glaube, am Mittwoch sind wir dann am Höhepunkt und voller Anspannung gehen in das erste Spiel. Und wie gesagt, man kann es eigentlich nur noch kaum erwarten, bis die WM für uns endlich losgeht. Lothar Serge Gnabry sagt, er kann es kaum erwarten, aber seine Körpersprache spricht irgendwie eine andere Sprache. Oder wie interpretieren Sie das? Ja, ich würde sagen, dass natürlich jeder sich auf dieses Spiel freut. Man redet jetzt seit Wochen, Monaten über diese Weltmeisterschaft. Man hat jetzt alles mitbekommen und jetzt muss das sportlich einfach im Vordergrund stehen. Die Spieler sollten sich jetzt konzentrieren auf das, für das, was sie hier sind, nämlich erfolgreicher zu spielen wie vor 4 Jahren in Russland, wo man ja nach der Gruppenphase ausgeschieden ist. Und ja, die Spieler glauben an sich und ich bin überzeugt, wenn es da mal losgeht, dann weiß man, wo man steht. Erstes Spiel ist immer wichtig. Bei uns würde ich sagen sogar besonders wichtig, weil wenn wir gegen Japan nicht gewinnen, dann stehen wir gegen Spanien unter Druck. Ja, und das sollte man vermeiden. Man sollte die Punkte gegen die Mannschaften holen, um im Endeffekt dann nicht irgendwie in einer Situation zu geraten, wo man einen Druck hat, sondern wo man, Druck hat man immer, aber dann so diesen Druck unbedingt gewinnen zu müssen gegen Spanien, das sollte man vermeiden. Deswegen ist ein Auftaktsieg enorm wichtig für die deutsche Mannschaft. Lothar, wir sprechen gleich auch noch mal genauer über den Gegner, über Japan und mit welchem Bundesliga-Team man die Japaner eventuell auch vergleichen kann. Vorher wollen wir aber noch mal die letzten Tage der deutschen Nationalmannschaft zusammenfassen. Auf zur Mission Wüstenweltmeister. Am Montag um 13.30 Uhr beginnt die Reise und das mit einer klaren Botschaft auf dem DFB-Flieger. Diversity wins, Vielfalt siegt. Von Frankfurt am Main geht es ins Kurztrainingslager in den Oman. Ein erstes Akklimatisieren, ein erster sportlicher Aufgalopp. Die WM-Generalprobe am Mittwoch gegen den Oman eher Magerkost als Leckerbissen. Einzig Debütant Niklas Füllkrug kann mit seinem 1:0-Siegtreffer glänzen. Oh, er hat es heute gezeigt. Hat einige Abschlüsse gehabt. Daran werden natürlich Stürmer gemessen. Vom Oman geht es am Tag darauf nach Katar. Dieses Mal jedoch ohne den Diversity-Flieger, sondern mit einer normalen Chartermaschine. Angekommen im WM-Gastgeberland geht es per Bus knapp 120 Kilometer an die Nordküste. Das Zulal Wellness Resort ist das auserwählte Teamquartier und der größte Wellness-Tempel im Nahen Osten. Ein Ort, der den Zusammenhalt fördern soll und an dem auch der Spaß abseits des Rasens nicht zu kurz kommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Lagerkoller bekommen werden. Ich glaube, dass wir uns einfach freuen können, dass wir so ein tolles Resort haben, dass wir uns da eine schöne Atmosphäre miteinander schaffen können und dass wir hoffentlich ganz lange da bleiben. Nach einem Tag der Regeneration geht es am Samstag erstmals auf in die Trainingsburg, nur wenige Minuten entfernt vom Teamhotel. Mit dabei sind auch die zuletzt angeschlagenen Thomas Müller und Antonio Rüdiger. Als einziger Spieler fehlt Niklas Füllkrug aufgrund eines grippalen Infekts. Die Uhr tickt, nur noch 2 Tage bis zum Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan. Auf zur Mission Wüstenweltmeister. Also wie Lothar schon gesagt hat, die Stimmung scheint bestens im deutschen Team. Manuel Neuer fürchtet einen Lagerkollaps nicht. Lothar, wenn du zurückblickst noch auf deine aktive Zeit, ab wann bekommen Spieler für gewöhnlich, wenn sie so lange auf einem Haufen sind, einen Lagerkollaps? Hängt auch mit dem Erfolg ab, mit den Ergebnissen, mit der Stimmung um die Mannschaft herum. Natürlich gibt es Rivalität, es wird um Stammplätze gekämpft, die wollen alle natürlich spielen. Aber wie gesagt, das Beste sind die Ergebnisse und dieses Miteinander. Und das hat uns 1990 zum Weltmeister gemacht. Ich glaube auch 2014 war das mitentscheidend, auch ein tolles Trainingslager, ähnlich wie die Mannschaft hier in Katar gefunden hat. Und ja, dieses Miteinander ist wichtig, dieses offene Umgehen und vor allem auch die Ansprache von Hans
Hansi Flick, der ja immer wieder den Kontakt zu den Spielern sucht und nicht nur zu den wichtigen Spielern, zu seinen Ansprechpartnern, zum Kapitän oder zum erfahrenen Thomas Müller, sondern auch zu den Neulingen. Und das ist ganz wichtig für das Klima in der Mannschaft, dass der Trainer die Mannschaft zusammenhält. Und das ist Hansi Flick in München gelungen, wo er in knapp 2 Jahren tolle Arbeit geleistet hat. Und auch in der Nationalmannschaft merkt man, dass seitdem Hansi seit 15, 16 Monaten das Sagen hat, wieder einfach eine Stimmung ist, wo jeder das gleiche Ziel hat, nämlich erfolgreich zu spielen. Jeder auch zeigt, dass er wieder mit Zufriedenheit zur Nationalmannschaft fährt, dass man da Spaß hat. Und diesen Spaß sollten sie sich selbst dann auch erspielen, hier bei der Weltmeisterschaft mit guten Spielen, mit guten Ergebnissen, wie man gerade gehört hat, so lange wie möglich im Turnier dabei zu bleiben. Nee, der Fußballer hat ja umso mehr Spaß, umso erfolgreicher man dann logischerweise im Verlauf des Turniers ist. Und umso wichtiger ist es auch, am Mittwoch erfolgreich ins Turnier zu starten, Lothar. Sie haben das ja schon betont. Japan, ist das ein gefährlicher Stolperstein für Deutschland oder wird das eine ganz klare Kiste? Sie lachen schon. Das wird keine klare Kiste. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Japaner erstens mal eine sehr gute Mannschaft hat, eine erfahrene Mannschaft, Erfahrung nicht nur in der heimischen Liga, sondern vor allem in Europa. Wir haben, glaube ich, 7, 8 Spieler von Japan dabei, die im deutschen Fußball bezahlt werden, Leistungsträger in ihren Mannschaften sind und die Leistungen auch bringen. Und ich erwarte ein sehr schweres Spiel. Die Japaner sind ehrgeizig, sie sind sehr diszipliniert, sie sind technisch versiert, haben auch körperlich ein bisschen zugelegt, vor allem in der Innenverteidigung, wo große Spieler auch im Kopfballspiel ihren Gegner stehen können. Also nee, es wird nicht einfach und das ist auch gut so. Dann weiß man gleich, dass man 100% geben muss, dass man fokussiert ist, kein Name, der vielleicht auf die leichte Schulter genommen werden kann. Und wir können uns an unser letztes WM-Spiel noch erinnern. Das ging gegen Südkorea und die japanische Mannschaft erwarte ich ähnlich vom Spielstil her. Ja, fleißige Spieler, wie gesagt, die immer wieder in ihre Position kommen, guter Zusammenhalt. Und es wird eine schwierige und knifflige Aufgabe gegen Japan, eben das Ergebnis zu erzielen, das wir uns alle erhoffen. Und Sie haben ja Kamada in Ihren Reihen. Das ist auch sicherlich der größte Trumpf der Japaner, der den ein oder anderen Spieler aus der Bundesliga bestens kennt und damit Sicherheit auch ein bisschen was verraten kann. Ja, nicht nur Kamada, der japanische Trainer bereitet sich natürlich vor. Ich habe Miyamoto getroffen, einen Co-Trainer, der früher mein Spieler bei Salzburg war. Und ja, sind top vorbereitet, wissen natürlich über Deutschland alles. Sie brauchen also nicht nur Kamada, aber ganz sicher auch wird der Trainer versuchen, seine japanischen Spieler, die in Deutschland spielen, ja, um die eine oder andere Information, die sie natürlich automatisch hier in Deutschland besser mitbekommen haben. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, wo wirklich höchste Konzentration erforderlich ist. Und natürlich sehen wir auch auf der japanischen Seite einige Spiele, die wir aus der Bundesliga kennen. Lothar, jetzt holen wir mal jemanden dazu, den auch Sie bestens kennen, nämlich Christian Falk, unseren Bild-Fußballchef. Der ist in Doha und hat eine wunderbare Kulisse. Christian, wie läuft's denn? Hast du schon den Sonnenbrand? Tja. Die Sonne brennt hier unerbitterlich. Es ist immer so, die Einheimischen sagen, es wird ja morgen kühler und dann sprechen wir dann von 29 Grad. Also trainieren möchte ich bei diesen Temperaturen nicht. Gestern hatte ja Moukoko Geburtstag, wurde 18 Jahre alt. Hat der DFB sich was einfallen lassen? Gab es eine kleine Party zu seiner Volljährigkeit? Nein, eine Party wäre zu viel gesagt. Es gab eine Torte, die war kalorienarm. Es wurde gesungen. Und ich glaube, damit war gut bedient. Alkohol, da kommt man eh schwer ran in diesem Land. So, wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen sportlich reden mit dir, Christian, und natürlich aber auch mit Lothar gemeinsam. Wir haben Lothars Meinung schon gehört. Wie schätzt du aktuell die Laune beim DFB-Team ein und auch die aktuelle Form bei den Spielern? Ja, ich glaube, Hansi Flick hat es wieder mal geschafft, das, was man in Deutschland Teamgeist nennt, zu formen. Man hört so aus der Mannschaft heraus, Thomas Müller muss gesagt haben, erste Vergleiche mit dem Campo Bahia gezogen.
nicht ganz die Qualität, aber es ist schon erstaunlich. Die Deutschen sind ganz abgeschieden. Keine Mannschaft ist so weit draußen. Wir fahren quasi 1:15 durch die Wüste, wo es wirklich auch nichts zu sehen gibt bei der Anfahrt. Aber sie haben da wirklich wieder einen kleinen Campo geschaffen, sozusagen den Campo Qatar. Und sie fühlen sich dort sehr, sehr wohl. Und das wird wichtig sein beim Turnier, wo es die Übermannschaft nicht gibt. Und Lothar hat es natürlich richtig gesagt. Japan, das wird eine eklige Mannschaft des Union Berlins. Der WM haben wir es getauft. Da brauchen sie wirklich alle Kräfte. Aber qualitätsmäßig sind die Deutschen natürlich klarer Favorit. Christian, ein großes Thema vor den ersten Gruppenspielen schon heute, aber natürlich dann auch am Mittwoch bei der deutschen Mannschaft, ist das Thema der Kapitänsbinde, der One Love Binde. Was kannst du aktuell hören? Was gibt es jetzt für Regeln oder sollen sich ergeben an Regeln, wenn man diese One Love Binde als Kapitän aufs Feld trägt? Ja, es gibt eine ganz, ganz große Verunsicherung bei allen Verbänden. Ja, wir bei Bild haben es ja enthüllt, dass es eine gelbe Karte geben kann und haben damit weltweit ein großes Thema angestoßen. Die gelbe Karte, ja, sie droht laut FIFA-Regularien und selbst der DFB hat keine verlässliche Antwort bekommen von der FIFA, ob sie es durchziehen werden oder nicht. Wird Manuel Neuer gelb verwarnt oder nicht? Eine Geldstrafe werden sie so oder so kassieren, wenn die FIFA ernst macht, aber man hat natürlich die sportliche Gefahr. Ich war dann bei der Pressekonferenz von Holland, habe Louis van Gaal damit konfrontiert. Van Dijk, sein Kapitän, saß neben ihm. Die hatten auch keine Ahnung von dieser Regelung. Van Dijk war als Abwehrspieler natürlich entsetzt. Das sah mich total verblüfft an. Gelbe Karte gleich von Anfang an. Da würde er mit einem großen Handicap ins Spiel gehen. Aber Van Gaal hat die Antwort verweigert. Die Engländer, da war mein lieber Kollege Jörg Althoff, der hat die Engländer aufklären müssen. Auch die wussten nichts von dieser Regelung. Aber die haben wenigstens gesagt, wir ziehen es trotzdem durch. Daraufhin haben die englischen Kollegen bei uns mal nachgefragt. Und die waren tatsächlich auch sehr, sehr erstaunt und haben das Thema von Sun bis Telegraph auch groß aufgegriffen. Also man sieht eine große Verunsicherung, eine große Angst, dass man für eine Botschaft, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, sportlich bestraft werden könnte. Christian, du hast es gerade schon angesprochen. Wir wollen mal hören, was Louis van Gaal dann auch auf deine Frage geantwortet hat. Ich spreche nicht mehr über politische Sachen. Ich werde nicht länger über politische Themen sprechen. Ich bin voll auf das kommende Spiel konzentriert. Ich ziehe einen Schlussstrich nach all diesen Themen und nachdem wir Migranten zu unserem Training eingeladen haben. Ich habe auch allen meinen Spielern gesagt, das zu unterlassen, einen Punkt zu setzen und sich auf das Turnier zu konzentrieren. Christian, die Niederlande soll zu den Teams gehören, die sich klar und deutlich positioniert hat und gesagt hat, sie wird mit dieser One-Love-Binde aufs Feld laufen, genauso wie die Engländer. Das bestätigte auch Harry Kane. Ich denke, wir haben als Team und Verband klar gesagt, dass wir die Armbinde tragen wollen. Wir wissen, dass die FA gerade mit der FIFA spricht. Und bis zum Anpfiff haben sie sicher eine Entscheidung getroffen. Aber wir haben klar gemacht, wir wollen sie tragen. Christian, wie ist denn jetzt der Fahrplan? Wann erwartet man eine definitive Entscheidung oder werden wir es tatsächlich erst dann heute Nachmittag und Abend, wenn die Spiele beginnen, wissen? Oder wie gehen die Spieler auch damit um? Weil eine Sache sind ja Sanktionen, aber die andere ist ja, wenn man wirklich eine gelbe Karte bekommt, die ja dann auch fürs Turnier einen ganz, ganz großen Impact haben kann, auf die Aufstellung zum Beispiel. Ja, Stand jetzt ist nicht davon auszugehen, dass es da eine klare Ansage gibt. Die FIFA wird wie in vielen anderen Fragen da nicht einknicken wollen vor Katar. Und man lässt es offen. Die Frage ist, werden die Schiedsrichter daraufhin angewiesen, es durchzuziehen, gelb zu zeigen oder ob man darüber hinwegsieht? Es ist dann letztendlich eine Ermessensfrage vom Schiedsrichter. Ganz klar ist, die FIFA hat Druck gemacht auf die Verbände, indem sie die eigenen Binden mit eigenen Botschaften ausgeteilt haben, die zum Equipment gehören und das Equipment ist verpflichtet. Sagen wir so, wenn jemand mit dem Fahrradhelm auf dem Feld laufen würde und ihn nicht absetzt, dann könnte er auch gelb kriegen. Und so wird jetzt momentan die One-Love-Binde eingestuft. Und man muss auch sagen, die FIFA hat Botschaften auf ihre Binden geschrieben, aber No Diversity ist ganz auffälligerweise nicht dabei. Manuel Neuer ist Torwart, Harry Kane ist Stürmer. Ja, man kann mit einer gelben Karte ein Spiel bestreiten. Bei Van Dijk als Verteidiger wird es dann schon schwieriger, der könnte direkt vom Platz fliegen. Allerdings bei der zweiten gelben Karte, also beim nächsten Spiel, wären
auch Manuel Neuer wie Harry Kane, fürs dritte Spiel gesperrt, wenn die Schiedsrichter das durchziehen nach jeder zweiten gelben Karte. Also wird sportlich sehr, sehr spannend und die Kapitäne sind bekanntlich ja nicht die unwichtigsten Spieler auf dem Feld. Also vermutlich werden wir es dann erst tatsächlich heute Nachmittag oder im Laufe des Abends dann erfahren. Christian, was steht denn bei der deutschen Mannschaft und dann auch dementsprechend bei dir heute noch auf dem Programm, außer die Sonne Dohas zu genießen? Ja, heute Mittag gibt es dann erstmal eine Pressekonferenz zu unserer Zeit. Jamal Musiala, der hoffentlich angehende Superstar dieser WM, wird sprechen. Dazu Niklas Süle und am Nachmittag trainiert dann die deutsche Nationalmannschaft. Denn es ist jetzt langsam Zeit für die Deutschen. Morgen ist schon Abschlusstraining und am Mittwoch geht's los. Also wir werden genau hinschauen. Es gibt noch ein paar Aufstellungsfragen. 4 Positionen sind noch offen und die würden wir natürlich gerne knacken. Definitiv. Christian, besten Dank für deine Einschätzungen. Wir verabschieden dich für den Moment und holen wieder Lothar Matthäus dazu, mit dem wir genau über diesen Spieler nämlich sprechen wollen, über Musiala. Danke. Lothar, also Musiala, 19 Jahre alt. Sie haben ja gestern angekündigt, das wird der Spieler des Turniers, trägt den Spitznamen Bambi. Warum setzen alle so große Hoffnungen in diesen jungen Spieler und kann er vor allem mit diesem Druck dann auch umgehen bei dieser Weltmeisterschaft? Ich meine, von Lothar Matthäus als Spieler des Turniers angekündigt zu werden bei einer WM mit 19, ist nicht ohne. Ja, er hat die Möglichkeiten, vor allem, weil er auch in einer guten Mannschaft spielt, weil er bodenständig ist, ihm steigt nichts in den Kopf, sondern er nimmt das alles mit einem Lächeln hin, so er lächelt es weg, diesen Druck, den wir denken, dass er sich den macht oder dass er den bekommt. Nee, ich habe immer das Gefühl, er spielt mit einer Leichtigkeit, mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer hohen Intelligenz und ich glaube, das nimmt er alles gar nicht wahr. Wenn er am Platz steht, will er Fußball spielen, will seine Leistung bringen, will seine Mitspieler einsetzen, will selbst Tore spielen, schießen und er ist einfach genial mit seinen Bewegungen, mit seinen Abschlüssen, mit seinem Passspiel, ja, Körperbewegungen, Beine, es harmoniert alles, also Kopf, dann der Körper, dann die Ideen, dann die schnellen Füße, die er hat, also und vor allem dann immer alles richtig zu machen in dem Moment, was er machen muss. Und das unterscheidet ihn jetzt schon in seinen jungen Jahren von vielen anderen Spielern, die wesentlich älter sind. Und das zeigt er ja auch beim FC Bayern und nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League gegen große Namen, gegen große Mannschaften. Er setzt sich durch, er trifft immer die richtigen Entscheidungen. Und deswegen hat er für mich Chancen, wenn Deutschland auch eine erfolgreiche Weltmeisterschaft spielt und er von Hansi Flick eben zu seinen Einsätzen kommt, dass er der Unterschied Spieler werden kann, dass er einer der ganz Großen werden kann bei dieser Weltmeisterschaft. Die Zukunft gehört sowieso ihm. Fällt Ihnen irgendein Spieler ein, der mit 19 Jahren genauso gut war wie er? Nicht vom Talent auf keinen Fall. Ja, Messi habe ich dann schon wahrgenommen und ich habe ihn ja auch schon verglichen mit Messi. Zwar jetzt nicht 1:1, auch ein bisschen tiefer stehen. Messi spielt ja ein bisschen weiter vorne, aber schon Bewegungen, auch wenn er 10, 15 Zentimeter größer ist wie Messi, aber so seine Dribblings, seine Spielintelligenz, seine Raffinesse, ja, kommt Messi sehr nahe, jetzt schon. Und Messi, ja, mit 19 Jahren war er ja auch einer, der versucht hat, die Welt zu erobern, das ist ihnen später gelungen und ähnlich sehe ich Musiala auch in Zukunft, dass er da ganz oben mitspielt. Er hat tolle Voraussetzungen, tollen Verein mit Bayern München, die ja auch in Europa zu der Spitze gehören, mit der Nationalmannschaft immer eine Mannschaft, die bei Turnieren eigentlich zu den Favoriten bei den Favoriten eingestuft wird und das ist natürlich auch wichtig, dass so ein Spieler auch mit anderen guten Spielern zusammenspielt, dass man gegenseitig voneinander profitiert. Am Mittwoch kann das ja beweisen, Lothar, Sie hätten ihn auch aufgestellt. Wir blicken auf Ihre Anfangsaufstellung für dieses Spiel gegen Japan. Entschuldigung, die Spieler, die Sie aufstellen würden, die dann für diese deutsche Nationalmannschaft aufs Feld laufen werden, und zwar gegen Japan. Das ist die Aufstellung von Lothar Matthäus. Also Manuel Neuer im Tor, Thilo Kehrer auf rechts, in der Innenverteidigung Süle und Rüdiger und auf links außen Günther. Dann auf der 6 Goretzka und Kimmich, auf außen Gnabry rechts, Musiala in der Mitte. Und dann Sané auf links und vorne in der Spitze Havertz. Das heißt, Lothar, Sie setzen nicht auf den maximalen Bayern-Block. Warum?
Ja, bei Müller war die Mannschaftsaufstellung, habe ich vor 2 Tagen gemacht. Thomas Müller ist da gerade ins Training eingestiegen. Wäre natürlich die erste Alternative in der Offensive, vielleicht den Platz von Havertz einzunehmen. Vielleicht aber auch, wenn der Trainer nicht überzeugt ist, von Gnabry. Das sind ja so Kleinigkeiten, Nuancen, die dann eben in die Aufstellung hineinspielen. Ähnlich im Mittelfeld, Gündogan für Goretzka wird ja auch heiß diskutiert. Und das sind ja mehr wie Optionen. Das sind gleichwertige Spieler. Das hängt dann eben auch davon ab, wie sieht Hansi Flick den Gegner, wo sieht er Schwächen, wo wir vielleicht einen Spieler dagegen setzen können mit seinen Qualitäten, der da Vorteile verschaffen kann. Also natürlich gibt es doch einige Baustellen, nicht nur für Hansi Flick, sondern eben auch für uns in der Diskussion. Und die ersten beiden wären für mich natürlich Gündogan für Goretzka und Müller irgendwie vorne den kompletten Bayern-Block oder vielleicht ein anderer Bayern-Spieler muss raus. Das sind Dinge, die Hansi Flick für sich entscheidet, auch teilweise vom Gefühl her, aber die Mannschaft ist bereit und natürlich der komplette Bayern-Block wäre eben Müller für Havertz, dann wären alle 7 von Anfang an dabei, auch möglich, weil man hat eben nicht den echten Mittelstürmer, sondern man hat ja schon im Kader mit Füllkrug und Moukoko 2 Spieler, die diese Position spielen, die aber meiner Meinung nach jetzt noch nicht so weit sind, um in der Anfangsformation gegen Japan anzufangen. Ähnlich wie bei Bayern München, 4 offensive Spieler, die Position besetzen. Müller kann vorne reinstoßen, Havertz spielt vorne drin, hängt dann mal wieder, dann kommt Gnabry rein, Musiala hat den Weg nach vorne in den Strafraum, Sané über die linke Seite, wenn Goretzka spielen sollte, auch jemand, der immer wieder die Wege in den Strafraum findet. Also in der Offensive sehe ich eigentlich bei uns wenig Probleme, sondern da haben wir Optionen, gute Optionen, Geschwindigkeit, Spielintelligenz, Erfahrung. Was will ein Trainer mehr? Also da kann Hansi Flick schon aus den Vollen schöpfen, auch wenn Spieler wie Timo Werner nicht dabei sind. Wird er auch mit Sicherheit tun, denn wie Sie es bereits schon angekündigt haben, Lothar gegen Japan, das wird kein Kinderspiel. Ich würde sagen, wir schnaufen ganz kurz durch, machen eine kurze Pause, Lothar, und sind dann gleich zurück. Unter anderem mit dem Thema die Niederlande und an Holland haben Sie auch ganz persönliche Erinnerungen. Bis gleich. Willkommen zurück zu Lothar legt los. Also diese umstrittene Winterwüsten-WM in Katar ist gestern offiziell gestartet. Der Gastgeber verliert 0:2 gegen Ecuador. Das sportliche Geschehen haben wir mit Lothar Matthäus schon eingeordnet und blicken jetzt auf den heutigen Montag, der um 14 Uhr deutscher Zeit weitergeht. Und so sieht der Spieltag am heutigen Montag aus. In der Gruppe A und B wird weiterhin gespielt. Um 14 Uhr wird eröffnet von England gegen Iran. Der Senegal spielt gegen die Niederlande und die USA gegen Wales und Bale. Wir wollen mit Lothar Matthäus sprechen und zwar genau über die Niederlande, die ja zuletzt 2016 die EM verpasst hat und 2018 auch die WM. Wie heißt es immer so schön, Lothar, ohne Holland fahren wir zur WM. Das trifft diesmal nicht zu. Nicht nur das, sondern Holland gilt sogar als Geheimfavorit. Warum? Es gelten viele Mannschaften als Geheimfavoriten. Also da haben wir einige, nicht nur die Holländer, auch nicht die Deutschen. Es sind auch ja Mannschaften, die immer eigentlich bei Turnieren für Furore gesorgt haben. Die sind Fußballländer. Holland ist zwar klein, aber fußballerisch waren sie immer gut ausgebildet, speziell der Akademie von Ajax Amsterdam geschuldet. Und sie haben einfach tolle Spieler, die in ganz Europa bei Topvereinen verstreut sind. Wir haben mit Van Gaal einen erfahrenen Trainer, hat ja auch seine Erfahrungen mit dem deutschen Fußball gemacht bei Bayern München und ich glaube schon, dass man da auch einiges erwarten kann. Sie sind natürlich in dieser Gruppe auch Favorit, trotz Ecuador, trotz Senegal und ja, sie werden versuchen, nach einer verpassten Weltmeisterschaft wieder so ein bisschen die holländischen Farben besser zu vertreten. Sie spielen attraktiven Fußball, wie gesagt, sind gut ausgebildete Spieler und deswegen kann man schon mit Holland rechnen. Ich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden, aber sie werden ganz sicher auch in diesem Turnier haben sie die Chance, sehr weit zu kommen. Was sie machen daraus, weiß ich nicht, aber sie sind in dieser Gruppe für mich Favorit und wie gesagt, haben auch Chancen, dann noch die eine oder andere Runde zu überstehen. Welche Rolle im Speziellen spielt auch Louis van Gaal in diesem Wiederaufbau der holländischen Nationalmannschaft?
Ja, enorm wichtig, weil, wie gesagt, die Holländer konnten nicht zufrieden sein mit den Leistungen, die sie gezeigt haben in den letzten Jahren, vor allem mit den Ergebnissen nicht, weil das Spielermaterial gibt einfach mehr her und Van Gaal sorgt wieder, sagen wir, für Ordnung, hat auch ein bisschen an Lockerheit gewonnen, ist auch ein paar Jahre älter geworden, reifer geworden, aber trotz alledem auf dem Platz gibt er den Ton an, zeigt er, wo es hingeht, wo er die Mannschaft haben will und legt vor allem auch auf Disziplin Wert und dann eben die Mischung zwischen ihn und der Leichtigkeit der Spieler, die sie ja teilweise auch aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen auf dem Platz mitbringen, ist eben auch vielleicht die Formel zum Erfolg. Defensive, Offensive, wer sind für Sie, Lothar, die herausragendsten Spieler, die die holländische Nationalmannschaft mitbringt? Ja, natürlich gibt es immer Einzelne, die herausstechen, aber trotz alledem sollte man immer an den Mannschaftsgedanken gehen. Van Dijk ist natürlich das Gesicht dieser Mannschaft aufgrund schon seiner Präsenz, aufgrund seiner Qualität, aufgrund dessen, dass er Kapitän ist. Er ist bei Liverpool ein Spieler, der auch da für den Erfolg mitverantwortlich ist. Und ich glaube, dass gerade er, Van Dijk, der verlängerte Arm von Louis van Gaal ist, von der Bank zum Platz, auf dem Platz. Er ist nicht nur der Kapitän, sondern ist auch jemand, der dann auf dem Platz, ohne dass er mit dem Trainer sprechen muss, Verantwortung übernimmt. Und das macht er bei seinen Mannschaften, wo er spielt, eigentlich hervorragend und wird vor allem auch anerkannt von seinen Mitspielern. Also er ist schon das Gesicht der holländischen Nationalmannschaft. Lothar, Sie haben ja an die Duelle mit Holland sehr, sehr viele Erinnerungen. Eine ist Ihnen dabei aber besonders im Kopf geblieben. Hier ist Lothars WM-Moment. Deutschland-Holland, immer ein Fußball-Leckerbissen, eine große Rivalität, angefangen wahrscheinlich 1974 mit dem WM-Finale, wo vielleicht die Holländer immer noch glauben, dass sie bessere Mannschaft waren und dass die schlechtere gewonnen hat. So hat ein bisschen die Rivalität angefangen. 1988 Europameisterschaft in Deutschland, Halbfinale in Hamburg. Mehr holländische Fans im Hamburger Stadion als deutsche Fans. Wir haben 2-1 verloren, trotz 1-0 Führung. Und natürlich am meisten erinnere ich mich natürlich an das WM-Achtelfinalspiel 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien, bei dem Spiel in Mailand. Und es war ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil Holland gegen Deutschland gespielt hat, sondern auf der holländischen Seite mit Gullit, Rijkaard, Van Basten, drei Spieler vom AC Mailand. Auf der deutschen Seite Andreas Bremer, Jürgen Klinsmann und meine Wenigkeit. Auf der deutschen Seite natürlich Spieler von Inter Mailand. Also es war auch Inter gegen AC Mailand im San Siro-Stadion in Mailand. Also mehr geht nicht. Und dann kam es natürlich auch zu einer Szene, die bis heute ja nach wie vor immer wieder diskutiert wird, aufkommt, wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Frank Rijkaard, Rudi Völler. Frank Rijkaard hat Rudi Völler zweimal auf den Kopf gespuckt und hat sich irgendwann danach entschuldigt. Aber das war natürlich eine Szene oder Szenen, die wir nicht sehen wollten. Beide vom Platz geflogen, Rijkaard zu Recht. Rudi Völler war eigentlich das Opfer und musste dann mit Rijkaard in die Kabine, Ich glaube, in den Gang zur Kabine sind sie dann auch noch mal ein bisschen so in die Haare gekommen. Aber FIFA-verantwortlich haben sie dann getrennt. Also es war reine Hektik. Es war auch ein Hexenkessel, dieses Spiel. Und warum Frank Rijkaard so durchgedreht ist, den ich als Sportler eigentlich immer fair wahrgenommen habe, das bleibt mir bis heute ein Rätsel. Und diese Frage könnte man mir vielleicht mal beantworten. Aber im Endeffekt ist ja alles gut ausgegangen. Wir haben das Spiel gewonnen, 2-1, verdient gewonnen. Tore geschossen, Andi Breme und Jürgen Klinsmann. Und Koeman hat dann noch kurz vor Schluss mit einem Elfmeter das Ergebnis ein bisschen angenehmer gestaltet für die Holländer. Aber ja, wichtiger Sieg für uns, gerade weil wir 2 Jahre vorher im eigenen Land bei der Europameisterschaft eben im Halbfinale verloren haben. Aber natürlich die Szene des Spiels, das Lama Rijkaard gegen unseren Rudi, diese Spuckattacke, wird immer in Erinnerung bleiben.
Lothar, ich war ja etwas überrascht, als ich Ihren WM-Moment gesehen habe. Ich dachte, spucken tut nur Francesco Totti, aber da habe ich mich getäuscht. Ja, aber diese Attacke ist ja wirklich ja damals eine eigene, war eine eigene Geschichte, und wenn natürlich jetzt Holland immer gegen Deutschland spielt, ja, dann hat man eben so zwei, drei Sachen im Kopf, unter anderem eben leider diese hässliche Szene von Frank Rijkaard gegenüber Rudi Völler. Aber das ist, wie gesagt, her, die haben sich ausgesprochen und damit sollte das Thema auch für uns zumindest erledigt sein. Aber natürlich für die Medien und für die Fans ist es immer so ein bisschen, ja, wenn man dann in die Geschichtsbücher reinguckt, dann liest man zwar die Ergebnisse, aber man liest auch diese Geschichte, die eigentlich gerne auf dem Fußballplatz zu sehen ist, aber es ist passiert, und deswegen, wie gesagt, sollte man mal Rijkaard fragen, wie er diese Szene wirklich dann erklären kann, wie er sich so zeigen konnte. Und ich, wie gesagt, ich kenne Frank Rijkaard, habe vorher schon häufig gegen ihn gespielt, und auch privat hatten wir Kontakt, wie er bei AC Mailand und ich bei Inter Mailand gespielt haben, und er war eigentlich immer ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Also, wie gesagt, wenn man mal so ein bisschen im Kopf durchdreht, dann passieren Dinge, die man vielleicht nicht selber sich erklären kann. Definitiv. Und da sind ja auch immer Emotionen mit dabei bei solchen Spielen. Lothar, Holland spielt aber heute nicht gegen Deutschland, sondern gegen Senegal. Und ich habe gesehen, gerade als die Werbung lief, hatten sie dann Trikot in ihren Händen. Von wem und warum? Ja, weil Senegal ist ja auch Mané, Bayern München Spieler, also auch Senegal ein bisschen in der Bundesliga vertreten, und habe da auch jemanden, der mit Senegal ganz nah in Verbindung ist aufgrund des Sponsorships, und er hat mir dieses Trikot gegeben, und deswegen zeige ich dir jetzt mal leider ohne diesen Spieler, der nicht nur Senegal fehlt, sondern auch der Weltmeisterschaft. Er ist der Kapitän, er hat im Endeffekt auch das entscheidende Tor geschossen im Playoff-Spiel gegen Ägypten, dass sie hier bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Und sie vermissen ihn. Gute Besserung auch von meiner Seite. Er ist ja operiert worden in Deutschland. Und ihr Kapitän ist nicht dabei. Sie sind sehr traurig, nicht nur die Spieler, nicht nur die Trainer, sondern vor allem auch die Fans in Senegal. Wenn man sie so hier auf den Straßen hört, redet man natürlich, wenn man über Senegal redet, auch über Mané, der ja in Liverpool seine Spuren hinterlassen hat, jetzt in München auch gut eingeschlagen ist, aber ihr Superstar ist nicht dabei, aber sie glauben trotzdem an sich und haben eigentlich auch eine Mannschaft, die mit erfahrenen Spielern, die in Europa bei guten Vereinen spielen, hier versuchen, ihr Land, den afrikanischen Fußball, einfach gut zu vertreten. Aber es wird ein schweres Spiel heute, nicht nur für Senegal, sondern auch für Holland, weil Senegal ist, wie gesagt, der Afrikameister und hat eine Bombenmannschaft, auch ohne Mané. Um 17 Uhr ist Anpfiff und vorher um 14 Uhr schauen wir uns natürlich das Spiel England gegen den Iran an. Lothar, die Engländer, eigentlich bespickt mit Starspielern, vor allem mit jungen, sehr, sehr guten Spielern, und fast alle aus der Premier League. Wir blicken mal auf den englischen Kader, und wenn wir uns die Namen des Kaders von Gareth Southgate anschauen, dann fällt auf, das sind fast alles Premier League-Spieler. Hier sehen wir die Torhüter, allesamt in der Premier League aktiv. Auch die Abwehr bespickt nur mit Premier League-Spielern. Wenn wir jetzt umblättern, uns das Mittelfeld und den Angriff anschauen, dann sehen wir lediglich einen einzigen englischen Spieler, der nicht in der Premier League aufläuft. Und das ist Jude Bellingham, der bekanntlich das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Wenn Sie diesen Kader anschauen, normalerweise müsste man ja ganz oben auf seinem Zettel der Favoriten mit dabei haben, oder? Ja, ich mache uns jetzt nicht kleiner, wie wir sind, oder nicht größer, wie wir sind, sondern wir Bundesliga haben auch 4 Mannschaften im Champions League Achtelfinale. Wir haben in Europa auch unsere Duftnote hinterlassen. Die englische Nationalmannschaft steigt ab aus der Nations League. Also da nützt die ganze Premier League nichts. Ja, wo viel Kohle ist, heißt nicht, dass unbedingt gleich Erfolg ist. Und ich persönlich bin enttäuscht von der englischen Mannschaft, wie sie sich in den letzten Monaten präsentiert hat.
in den Spielen auch gegen Deutschland, wo sie mit Glück zu Hause im Wembley-Stadion noch vor 2-3 Monaten 3-3 gespielt hat. Kai Havertz hat 2 Tore geschossen, hatten sie 10 gute Minuten, wo die Deutschen ein bisschen geschlafen haben. Sie haben gegen Ungarn zu Hause 4-0 verloren, in Ungarn 1-0 verloren. Das waren ja keine Freundschaftsspiele, keine Testspiele, sondern da hat England mit diesen Spielern gespielt, die wir gerade hier auf den, wo wir da angesprochen haben, nämlich in der Premier League. Ja, die Premier League alleine heißt nicht Erfolg. Natürlich schöne Namen, tolle Spieler, aber mir fehlt der Teamgeist, mir fehlen vor allem auch in der Abwehr, und das haben wir auch gerade angesprochen, so ein bisschen die Qualität. Ja, ein paar Spieler, die körperlich sehr gut aussehen, aber spielerisch wenig mitbringen, und vor allem haben sie ein Torwartproblem, das wir in Deutschland nicht haben. Also ich würde mir als England schon ein bisschen Sorgen machen, mit diesem namhaften Kader eine erfolgreiche WM zu spielen, und der Trainer wird auch ab und zu attackiert. Also da ist wesentlich mehr Unruhe in den englischen Medien mit der Nationalmannschaft, mit ihrer Nationalmannschaft, als wir die in Deutschland haben. Und ich glaube, dass auch dieser Konkurrenzkampf, wenn er gesund ist, der Mannschaft gut tun könnte. Aber ich glaube, dass da so auch einige Spieler dabei sind, die im Endeffekt mit der Bankposition nicht so umgehen wie einige Spieler in Deutschland, die vielleicht bei uns auf der Bank sitzen. Also England bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass die eine große WM spielen. Sie sind zwar Vierter geworden beim letzten Turnier in Russland, aber es ist zurzeit sehr viel Unruhe in der englischen Nationalmannschaft und drumherum. Sie haben ja gerade schon gesagt, Lothar, die Engländer sollten sich Sorgen machen. Das machen sie ja tatsächlich auch. Deshalb steht ja Gareth Southgate auch so in der Kritik. Seine Bilanz in seiner Amtszeit: 26 Siege nur in 49 Spielen. Es wird ja auch ein potenzieller Nachfolger von ihm gehandelt. Hier und da fällt mal der Name Thomas Tuchel. Wäre der einer, der diese englische Nationalmannschaft bespickt, mit ja eigentlich sehr guten Spielern dann auch wirklich formen könnte? Ja, er hat es ja überall gezeigt, wo er gearbeitet hat, dass da Erfolg war. Chelsea, Paris Saint-Germain, auch in Dortmund, in Mainz, wo er überall gearbeitet hat, war irgendwie ein positiver Weg zu erkennen. Und er kennt den englischen Fußball, hat sich da sehr viel Respekt erarbeitet, auch bei Chelsea, wo er ja, wie gesagt, tolle Arbeit mit tollen Spielern geleistet hat. Und ja, ich finde schon, dass Thomas Tuchel jemand wäre, der den englischen Fußball kennt und vor allem auch weiterbringen kann. Hat auch einen guten Zugang zu den Spielern, hat zwar seine eigene Art, aber die Spieler mögen ihn, sie lieben ihn, sie respektieren ihn, sie vertrauen ihn. Und das ist das Wichtigste für einen Trainer, dass er dieses Gefühl der ganzen Mannschaft bekommt und nicht nur von einzelnen Spielern. Und das hat er sich erarbeitet und hat, wie gesagt, in England einen sehr guten Ruf. Lothar, jetzt haben Sie uns Ihre sportlichen Einschätzungen schon zum Team von Fran Raal gegeben, auch zum Team von Gareth Southgate. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was Sie tippen, also wie denn diese Spiele heute tatsächlich ausgehen werden. Um 14 Uhr haben wir ja schon gesagt, ist Anpfiff bei England gegen Iran, um 17 Uhr dann Senegal gegen die Niederlande und um 20 Uhr spielt die USA gegen Wales. Lothar, und das sind Ihre Tipps, zumindest so gestern in der Bild am Sonntag. England gewinnt 2-0, sagen Sie, gegen den Iran. Senegal verliert ohne Mané 1-2 gegen das Team von Louis van Gaal. Und die USA gewinnt 2-1 gegen Wales. Bleiben Sie dabei oder hat sich nach gestern Ihre Meinung noch mal geändert? Ja, das gestrige Spiel hatte keinen Einfluss auf diese drei Spiele heute, nicht auf die Ergebnisse. England natürlich der Favorit gegen Iran. Iran auch da einige Unruhe in der Mannschaft. Deswegen, wie gesagt, der Sieg von England. Auch in dieser Gruppe sind die Engländer natürlich Favorit, mit Wales natürlich ein britisches Derby, wo man hat große Rivalität, und gegen die USA. Das ist eine Gruppe, die für England machbar ist. Die USA schätze ich da ein bisschen stärker ein wie die zwei anderen. Auch heute glaube ich, dass sie gegen Wales gewinnen. Eben auch aufgrund ihrer Geschwindigkeit, aufgrund ihrer Lockerheit und eben auch aufgrund der Qualität, die in der Mannschaft steckt. Ja, und somit, glaube ich, sind da die Positionen verteilt. England der Favorit. Platz 2 wird es ein bisschen enger, aber im Endeffekt glaube ich, dass sich die USA in dieser Gruppe als Zweiter durchsetzen wird. Lothar, ich habe mir sagen lassen, Sie lieben Italien ja fast so sehr wie ich als Italienerin. Und Andi Möller sagte ja einst, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. In Katar hat man sich auch gedacht, Hauptsache Italien. Da kann man jetzt nämlich direkt neben dem Stadion, in dem die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch spielt, mit der Gondel durch Venedig fahren. Zumindest hat das unser Reporter einmal getestet. Das ist er, Kai Feldhaus, der fährt hier in einer Mall in Doha quasi durch Venedig, durch das Kulturerbe
Waren Sie schon mal in Venedig, Lothar? Ich war schon häufig in Venedig. Ich glaube, ich kenne ganz Italien und auch eben, weil ich 4 Jahre dort gespielt habe, also unten Lecce und Bari an der Sohle von Italien, auch auf den Inseln Sardinien, Sizilien. Ja, also ich war in Italien viel unterwegs, aber vor allem auch in Venedig, aber da nicht zum Fußballspielen. Vielleicht können Sie ja am Mittwoch mit dieser Gondel Richtung Stadion fahren. Zumindest ist das ja direkt neben dem Stadion, in dem die deutsche Nationalmannschaft dann am Mittwoch gegen Japan spielt. Lothar, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und ganz liebe Grüße von einer Italienerin an einen quasi Halbitaliener. Dankeschön. Ja, danke. Grüße zurück. Tanti saluti. Tanti saluti, grazie. So, das waren also die sportlichen Einschätzungen von Lothar Matthäus. Ich würde sagen, wir schnaufen einmal ganz kurz durch und kommen dann noch mit ein paar Weltmeisterfragen zurück. Bis gleich. Willkommen zurück zu Lothar legt los. Gestern also diese umstrittene Winterwüsten-WM gestartet. Das sportliche Geschehen haben wir bereits mit Lothar Matthäus analysiert. Und jetzt blicken wir auf Weltmeisterfragen. Zusammen mit meinem Kollegen Henning Feind haben wir nämlich Hansi Flick in die Mangel genommen. Genauer gesagt nicht wir, sondern wir haben ihn die Fragen von Weltmeister und Weltmeisterinnen aller Sportarten beantworten lassen. Und diese hier kommt von einer Weltmeisterin, und zwar aus dem Jahre 2003 mit der deutschen Frauennationalmannschaft. Hier ist Nia Künzer. Lieber Hansi Flick, ich bin überzeugt davon, dass nur wirkliche Teams weit kommen im Turnier oder Titel gewinnen können. Inwieweit glaubst du auch daran, dass es ganz stark davon abhängig ist? Und was unternehmt ihr, dass die Mannschaft in der kurzen Zeit, das Team zusammenwächst und ja, so eine eingeschworene Einheit bildet und sich auch ja, vielleicht so in einen Flow spielt? Ja, das hoffen wir natürlich schon. Also ich bin davon überzeugt, dass wir 26 Spieler haben, die sich in dieses Team integrieren wollen, die genauso wie wir alle letztendlich dem Ziel, dass wir sehr erfolgreich spielen, auch unterordnen. Und ja, es ist immer so, wichtig ist, dass man einfach eine gute Atmosphäre hat, dass man ja in jedem Training wirklich alles rausholt, weil für mich ist Training immer ein Maßstab an dem, was dann am Spieltag zu erwarten ist. Und deswegen schauen wir natürlich, dass wir eine hohe Qualität auch im Training haben, eine Konzentration, aber auch eine Intensität. Genau so, wie wir spielen wollen, wollen wir auch trainieren. Und darüber hinaus ist natürlich enorm wichtig, dass du das erste Spiel eine Begeisterung entfachst. Und das wollen wir natürlich versuchen im Spiel gegen Japan. Das war wirklich mit so einem Spiel einfach nochmal den nächsten Step machen können und ja, einfach noch für mehr Begeisterung, für mehr Zusammenhalt dann auch letztendlich sorgen können. Bin mir sicher, Deutschland als Turniermannschaft wird das schaffen. Also das heute war nur ein kleiner Vorgeschmack. Lothar legt los ab jetzt täglich im Wechsel um 7 Uhr mit Marcel Reif und einem Reifes Live-Spezial. Hier verpassen Sie nichts, was wichtig ist rund um diese umstrittene Winterwüsten-WM. Alles dazu gibt's bei Bild täglich ab 7, Sonntag dann ab 9. Vielen Dank fürs Zuschauen und guten Start in die Woche. Meine Analyse morgens bei Bild. Meine Meinung, ohne Kompromisse. Die schnellste Meinung zur WM. Reif ist live, WM-Spezial. Exklusive Einblicke. Ihr dürft gespannt sein. Die WM bei Bild. Mit mir, live aus Katar.